Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Wir sind kurz davor, dass wir wieder zurück nach Kerbin kommen und ich würde sagen, auch dahin Zeitraffer wir uns jetzt mal. Oh, ja, doch noch nicht. Man kann sich noch nicht entscheiden, ob wir schon zurück sind oder nicht. Sind wir jetzt schon zurück? Jetzt sind wir zurück. So. Und wir schaffen es tatsächlich sogar auf eine Periapsis von 400.000. Schade, dass wir. Minmus schaffen wir nicht mehr. Auch kein Close Encounter. Ich guck mal, was so passieren würde, wenn. Das Wörtchen, wenn nicht wäre. Kerbin Escape in 33 Tagen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen zu Periapsis. Und wir würden gerne. Jetzt funktionieren Manövernotes schon wieder nicht, ne? Meine Güte. Meine Güte, nur Probleme. Aber das soll uns nicht aufhalten, denn wir wollen unsere Probleme ja gelöst bekommen. Und das machen wir hoffentlich über einen Sprung über die Karte. Sonst probiere ich mich nochmal durch die Planeten zu tappen. So. Können wir denn jetzt Manöver planen wieder? Können wir nicht. Ach. Zack. Dürfen wir jetzt wieder Manöver planen? Wir dürfen keine Manöver planen. Na gut, dann machen wir das ohne Manöverplanung, ne? Wer braucht schon die blöden Manöver? Gut. Also als alles erstes sorgen wir mal dafür, dass egal was hier noch passiert, wir auf jeden Fall nicht wieder zur Sonne fliegen. Das heißt, wir bremsen mal noch ein bisschen. Ganz minimal, bis wir so auf ganz knapp in die Atmosphäre eintauchen. Also irgendwie sowas wie 60 Kilometer oder so wird mir vorschweben. Damit sollten wir nämlich dann auf jeden Fall ein bisschen abgebremst werden. Genau. So. Sehr schön. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch in einem Stück da ankommen. Den restlichen Treibstoff in einem Bremsmanöver rausbrennen, das uns hoffentlich weit genug reinbremst, dass wir nicht drauf gehen. Passiert schon was? Wann ist denn die Periapsis? 17 Tage. Haben wir noch so lange? Oh, und zwar das. Also noch eine Runde sollten wir auf keinen Fall drehen, das wäre ziemlich ungesund. Oh, das zieht sich aber hier, ne? Das zieht sich aber ziemlich. Dumm-di-dumm-di-dumm. Also wir nähern uns mit gar nicht so großen Schritten. Auf unserer langen, langen Reise. Was wir mal gucken können ist, theoretisch, genau, wir könnten noch den hier mitmachen, ne? Space High Over. Ein bisschen Forschung muss immer sein. Wir sind ja schließlich hier auch auf einer Forschungsmission unterwegs. So, dann machen wir mal noch unsere Forschungsgeschichten. Also noch einmal Mystery Goo. Keep und Material Bay. Keep, das sind auch noch mal zusammen fast 8 Science. So. Yay. Der Einzige, der hier auf der Fahrt so richtig arbeiten muss, ist der Tobi. Ja gut, und vielleicht noch der Freak, hier muss das Raumschiff fliegen. Der Rest hat bisher einen relativ lauen Tag. Ja, und die Touris ja sowieso. Collect. Jetzt mal mit meinem dicken Kopf da vorbeikommen. Collect. Und Restore. So. Theoretisch müsste es das auch gewesen sein, aber wir können ja immer noch mal ran, falls wir doch noch was brauchen. Huch. Sun. Was macht der denn jetzt? Warum switcht der denn hier hin und her? Da wird man ja ganz wirr im Kopf von. So. Das heißt, wir haben das auch erledigt. Ja, das haben wir gemacht.
Also wir können das auch nochmal machen, aber mittlerweile gibt es dann fast gar keinen Science mehr, aber nur Schaden tut es ja trotzdem nicht. So, wir haben bis hinten noch immer 15 Tage. Noch immer 15 Tage. Na gut. Wollen wir überhaupt zu machen? Ach, ich kann ja nicht, weil. Ja. Warp-to-PE will ich eigentlich nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit dran. Wir machen das jetzt per Hand. Ich will nicht schon wieder irgendwelche Kerbals grillen, die eigentlich nichts dafür können. 14 Tage noch. 13. 12. Ja, wir sind ein bisschen zu langsam für Minmus scheinbar. Wir sind ein bisschen zu weit weg gewesen. Schade eigentlich. Schade eigentlich. So. Ja, ich hoffe, dass das Bremsmanöver, wie gesagt, klappt, weil das ist jetzt natürlich ziemlich kritisch, dass wir das nicht verpanken. Weil noch eine Runde können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten vom Budget her, also vom Essensbudget her. Ich meine, wenn wir da hinten angekommen sind, sind schon alle verhungert. Vielleicht nächstes Mal nicht ganz so knapp planen, ne? Vielleicht nächstes Mal. So, wir gehen noch ein bisschen näher ran und ich mache dann ein Manöver, wo ich kurz vor der Periapsis schon anfange zu bremsen, weil ich die Periapsis auch gleich noch mit runterziehen will, dass wir einfach doppelt, dreifach und 15 Millionenfach sicher sind, dass wir auf keinen Fall noch eine Riesenrunde drehen. Weil die wäre echt bitter. Die wäre echt richtig bitter. So. Doppelt. Retrograde. Reicht uns das schon? Bisschen noch. Okay. Okay, ich würde sagen, wir zünden jetzt mal in der Hoffnung, dass auch dadurch das hier noch ein bisschen runtergeht. Okay. Ah, guck mal. Aber das ist ja. Das entspannt die Situation ja unheimlich. So, wir gehen hier mal. Erstmal auf 40 Kilometer. Wie viel haben wir noch? Eine 2-Stunden-Orbit. Das heißt, den können wir notfalls auch nochmal drehen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Jo. Aber ich glaube, ich will den gar nicht mehr drehen. Sondern sobald wir in der Atmosphäre drin sind und auf der Periapsis, bremsen wir Vollgas alles, was unser Antrieb noch hergibt. Ist hier noch irgendwas? Das haben wir schon alles dabei. Okay, und dann heißt es hoffentlich eine saubere Landung hinlegen. Das wird nochmal relativ spannend. Aber auch das kriegen wir hin. So. Also, ab in die Atmosphäre und einen Fashion Aerobrake hingelegt. Falls jetzt wieder jemand fragt, warum ich die Solarpanels eingeklappt habe, die habe ich deswegen eingeklappt, dass wenn jetzt noch irgendwas schief geht und wir doch noch eine Runde drehen, dass wir nicht an Strommangel sterben. Das ist nämlich ziemlich fatal, weil ich glaube, Strom ist schon nach 2 Stunden Feierabend, wenn uns der ausgeht. Und dann haben wir doch so ein klitzekleines Problem und es sterben alle. Das wollen wir natürlich nicht. 3000 Meter pro Sekunde. Das ist nicht ganz langsam, aber es ist auch nicht so übermäßig schnell. Ich hoffe, dass das hier nicht irgendwie überhitzt komplett. Kleinen Moment bis zur Periapsis. So lange will ich gerne noch durchhalten, ohne zu zünden. Damit wir wirklich auf der Periapsis bremsen. Oh, was wird hier heiß? Das ist nicht gut. Warum wird das heiß? Überträgt das Hitze? Nicht so gut. Nicht so gut. Komm, ein bisschen noch. Okay, ich bremse jetzt. Wir ein bisschen die Hitze rausnehmen, dadurch, dass wir Geschwindigkeit reduzieren. Und ich hoffe, ja, es funktioniert. Okay. Wir kommen näher auf die Periapsis zu und die Hitze geht runter. Sehr schön, das war der Effekt, den ich auch erreichen wollte. Gut. So. Nehmen es nochmal raus, lassen uns noch ein bisschen an die Periapsis ransacken.
Okay, jetzt sind wir exakt auf der Periapsis. Und ich brenne jetzt den restlichen Treibstoff raus. Ja, guck mal, das sieht doch richtig gut aus. Ja, das sieht wirklich nicht schlecht aus. So, 192.000 und wir sind verschossen. So, ich lasse jetzt einfach mal den Kram da noch dran, solange wir keine akute Gefahr durch die Hitze haben. Im Moment sieht das nämlich alles noch ganz gut aus. Wir steigen so ein bisschen wieder, aber ich glaube nicht, dass wir es nochmal komplett rausschaffen. Zumindest fast nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt, also wir werden nicht mehr schneller und wir steigen wieder in dünnere Luftschichten. Also damit sollte eigentlich hitzetechnisch alles im grünen Bereich sein. Und ich warte mal noch mit dem Abtrennen, bis wir hier eine etwas definitivere Aussage haben, ob wir nochmal ins Vakuum rausgehen oder nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch genug Geschwindigkeit drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich würde jetzt darauf wetten, dass nicht. Also ich glaube, dass der sich gleich doch noch massiv nach unten zieht. Aber ich bin gespannt. Ich meine, wir haben da immerhin noch einiges an Puffer drauf. Und wir kommen jetzt doch langsam wieder ziemlich hoch. In der Atmosphäre. Ja, nicht so aufgeregt sein, arme kleine Kobels. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja, aber ansonsten schon mal, wenn die Landung jetzt noch klappt, guter, smoother, schöner Missionsverlauf. Hoffentlich mit drei Kerbals, die Erfahrungspunkte technisch einen Schritt machen können. Und insgesamt, wenn ich das richtig überblickt habe, kriegen wir für jeden von den Fritzen, die wir jetzt dabei haben, nochmal irgendwie knapp über 50.000. Also so 150.000 nochmal oben drauf. Und das Raumschiff, aber wir sehen es gerade nicht, schade. Das Raumschiff hat uns, glaube ich, irgendwie auch knapp über 50.000 gekostet. Das heißt, wir haben dann richtig Reibach gemacht insgesamt. So. Ich glaube, wir schaffen es tatsächlich nochmal aus der ganzen Chose raus. So, jetzt bin ich in dem Zustand angekommen, wo ich mich, glaube ich, traue, den Zeitraffer anzuschalten. Jetzt sollte uns eigentlich nichts mehr passieren. So. Mit ein bisschen Glück sollten wir dann hier hoffentlich irgendwo ins Meer fallen. Das ist die Theorie. Ah, der tut sich aber auch zäh damit, ne? Aus der Atmosphäre rauszukommen. Und wir sind safe. Okay, das heißt, wir können auch wieder ein bisschen warpen. Ich mach mal warp to here. So, mal gucken. Also wir haben 4 Stunden jetzt noch Strom. Also eigentlich müssten wir uns von der Solar Stage verabschieden können. Da sind auch keine großen Batterien oder sowas dran. Also es spricht eigentlich nichts dafür, die noch zu behalten. Da ist ein bisschen Batterie, aber hier oben ist alles aufgeladen. Ah. Oh, jetzt wartet mal. Was sind denn das für 2? Oh, 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 oh. Das wäre gefährlich geworden, ne? Du kommst mal schön dahin. Ja, du kommst da ganz oben hin, das mache ich manuell. Das ist nämlich unser Hitzeschild, den wollen wir natürlich nicht abwerfen, einfach mal eben so. So, das ist der Comeback. Hallo? Sehr schön. Okay. So, das sind wir los. Dann heißt es jetzt Retrograde gehen und wieder ab in die Atmosphäre tauchen. Und dann sollte das eigentlich, wenn ich das alles richtig sehe, könnte das eine richtig schöne Landung gar nicht so weit entfernt vom Kerbin Space Center werden. Wenn alles so klappt, wie gedacht. Schauen wir mal. Kerbin dreht sich auch noch ein bisschen mit. Stunde 45 haben wir noch für Strom. Das sieht auch gut aus. Also. Und das wird diesmal definitiv eine Landung. Also komme, was da wolle. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass es eine kontrollierte Landung wird, ne? Und wir nicht draufgehen.
Aber ich denke auch, das kriegen wir hin. Ich mache die jetzt tatsächlich mal ohne Zeitraffer, weil ich bin ich bin von dem Livestream etwas gebrandmarkt und ich möchte gerne vermeiden, noch jemanden umzubringen. Weil es ist zwar schön für die anderen, die noch auf der Warteliste stehen, weil die dann noch schneller nachrücken können, aber es ist ehrlich gesagt nicht mein Ziel, euch hier alle durchzurotieren, sondern ich habe lieber eine große Crew, dann können wir später auch mal ganze Raumstationen bevölkern. So, ja, wie gesagt, die B-Seite der Mission haben wir nicht ganz geschafft. Ich hatte gehofft, dass wir irgendwie noch an Min Mos einmal vorbeischrammeln können, um da gleich noch das zu erfüllen. Aber wie gesagt, das lassen wir einfach mal offen. Irgendein Swing-By wird sich irgendwann schon mal ergeben. Wir haben ja ein bisschen Zeit. So, wir sind noch ziemlich weit oben. Gibt es hier noch irgendwas zu machen? Nö, nicht wirklich. Nichts, was wir nicht schon getan hätten. Na gut. Grassland? Wo ist denn da Grassland? Da muss irgendwo ein Flecken Gras sein, ne? Es ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist halt der Alarm fehlt ein bisschen von Science Alert. Dass es mir auch sagt, wenn ich nicht aktiv drauf gucke. Aber so ist es gar nicht übel. Und wenn man es irgendwie so in die Ecke legt, ist es, glaube ich, auch ganz okay als Monitor. Wir können das ja mal offen lassen, falls hier irgendwie noch ein Crew Report oder sowas auf uns wartet. Und dann müsste jetzt gleich unsere ganze Bremswirkung sich entfalten. Also hier geht es schon los, dass wir nach unten kommen. Hier wird es auch immer weniger. Ja, ich denke mal, hier vielleicht irgendwo wird der Splashdown sein. Und ich bin ganz froh. Also eine Wasserlandung finde ich echt besser, weil ich weiß nicht, wie diese Touristenkapsel da so reagieren wird. Ablator haben wir auch noch genug, hoffe ich. Ablator ist noch relativ voll, okay. Joa. Wir sind nicht so schnell. Also eigentlich kann nichts passieren. Aber das habe ich bei der Rückkehrkapsel von der Chaos auch gedacht. Ich habe das übrigens jetzt mal nachgeguckt. Und zwar, das mit den Docking-Ports, das scheint ein uralter Bug zu sein, der aus irgendwelchen Gründen in der 1.1.2 jetzt wieder auftaucht, dass diese Docking-Ports so durcheinander gehen. Ja, also das ist das mit der Chaos, was da mit dem Andocken nicht funktioniert hat, das scheint ein regresster Bug aus einer alten Version zu sein, schlicht und ergreifend. So, mal sehen. So, was will man derweil machen können? Wir können uns damit beschäftigen. Toggle Info. Altitude. Ich würde sagen, Pre-Deployment auf. yourself 6000 Meter und wir machen ihn voll auf 3000. Close und Arm. So, dann ist der Bremsfallschirm schon mal vorgeschaltet. Und die Jungs hier auf die gute alte Art und Weise. Wir machen die auf 3,5 auf. Und Full Deploy auf 700. Genau. Copy to Chutes und Arm. Und Arm. Und der Hauptschirm natürlich auch das gleiche nochmal. Altitude. 3, 4 und bei dann halt 3, 5 ist auch okay. Und Parachute. So, damit sollten die alle okay sein. Ich gucke hier nochmal sicher nach. 6000, 3000, close. Gut aus. Damit kriegen wir hoffentlich genug Bremswirkung rein, weil ich glaube, die Kapsel wird relativ schnell durchgehen. Dadurch, dass wir die 2,5 Tonnen extra dran haben. Dafür haben wir schön viel Essen verbraucht. Das spart uns wiederum ein bisschen Gewicht. Aber wir sind bei momentan immerhin noch 8,7 Tonnen fast. Den Hitzeschild werden wir dann abwerfen, wenn das Schlimmste durch ist. Ach Gottchen, das zieht doch noch ganz schön weit. Bremsen! Ja, das wird noch weniger. So, da ist der Kerbin Spaceport. Wir sind also gar nicht mehr so weit davon entfernt. Aber wir werden noch mal ordentlich dran vorbeischießen. Da ist der Kerbin Spaceport, oder? Da ist der Kerbin Spaceport. Ja, da unten ist er. Da. Da ist er zu sehen. Gucken, vielleicht hat einer unserer Tunis sogar schönen Blick drauf. Ah ja, die haben alle nicht so einen schönen Blick, ne? Also das Ticket hätte ich ja zurückverlangt. Das Geld. Wenn man mich da in so eine Büchse reinsteckt. So, wir sind auf jeden Fall, wir kommen einer Landung entgegen. Jetzt schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Wir haben da jetzt sehr viel Ozean vor uns. Ich hoffe, dass er das auch noch packt, runterzukommen.
Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, haltet mal die Daumen ordentlich feste gedrückt. Er liegt auch relativ stabil. Also verbraucht nicht viel Strom, um sich im Wind zu halten. Blader ist auch noch genug da. Ja. Könnte alles schlimmer sein. Könnte alles schlimmer sein. Aber so lief das ja mit der Rettungskapsel auch. Die war ja eigentlich ganz okay unterwegs. Und dann hat man sich nichts Böses dabei gedacht. Und auf einmal hat es einen Schlag getan und das Ding ist explodiert. Ne? Also das war tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass uns das diesmal nicht passiert. Und ich glaube, die Fallschirme, also mich würde es wundern, wenn die drei Schirme nicht ausreichen. Das muss ausreichen. So, also wir schaffen es tatsächlich hier irgendwo ins Wasser zu fallen, so wie es aussieht. Tja. Wie gesagt, ich traue mich nur nicht, einen Zeitraffer reinzumachen. Und es ist eigentlich auch zu spannend, um euch einen Zeitraffer mit Musik anzutun dafür, weil hier geht es ja schließlich um Leben und Tod mittlerweile. Wir wissen ja jetzt, wie schnell das schiefgehen kann. Von daher machen wir das jetzt hier alles in Echtzeit. Alles in Echtzeit. Ja. Jetzt ist es gleich vorbei. Gleich beginnen wir einfach nur noch abzustürzen. Unkontrolliert. Völlig unkontrolliert. Kilometer, 15, 6000 pre-deployed unser Bremsfallschirm. Okay. Jetzt kommt Geschwindigkeit raus. Wir fangen jetzt wirklich an zu fallen. Ich hau jetzt mal das Heat Shield gleich weg. Okay, der Bremsfallschirm ist safe. Der kann jetzt aufgehen, sobald er aufgeht. Werde ich das Heat Shield abschwerfen, damit wir nochmal Gewicht reduzieren. Und der Bremsfallschirm müsste jetzt rauskommen. Jawohl, das sieht gut aus. Und weg mit dem Heat Shield. So. Das müsste gleich, sobald der auf Full Deploy geht, müsste sich das von uns verabschieden. So, 3,5 kommen unsere Hauptschirme hoffentlich. Jawohl, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und wir haben den Bremsfallschirm komplett. There goes the Heat Shield. Ja. Alles gut. Ich glaube, das wird funktionieren. So. Mal wieder mit wunderschönem Sonnenpanorama hier über dem Meer. Und wenn jetzt noch unsere Schirme komplett aufgehen und wir irgendwie nicht mehr als 3-4 Metern pro Sekunde drohen aufs Wasser zu klatschen, dann bin ich eigentlich relativ unbesorgt, was das angeht. Ja, 6 Meter pro Sekunde, hervorragend. Kann ja fast gar nicht besser sein. So, jetzt traue ich mich auch wieder ein bisschen Zeitraffer zu machen. Und wir zeitraffern uns mal bis kurz übers Wasser. Aber nur ganz kurz drüber. Machen wir in normaler Landung. Hervorragend. Ein Surface Sample können wir nehmen. Ja, Tobi. Tu deinen Job, würde ich sagen. Wir drehen das mal auf so. Danke. Bleibt das so? Ja. So. Tobi. Gut. EVA, Tobi. Oh ja, ein Surface Sample nehmen. Take Surface Sample, tatsächlich. 1,8 Zeit. Arm oder nicht arm. So. Und wir holen unsere Chose nach Hause. Und das heißt für uns hoffentlich ganz viel Geld von den Touristen. Ganz viel Geld von den Touristen. Na? Hm.
nicht so übermäßig viel Geld. Ja, doch, es ist ja doch einiges. 16.000. Also, wir haben 112 Science. Das reicht noch nicht ganz, um was zu kaufen, aber wir kommen vorwärts. Haben noch ein bisschen Pfand zurückgekriegt. Und, jawohl, guck mal, wer da alles auf Level 2 gegangen ist. Also gut, die Touristen interessieren uns nicht, aber Heptan und Tobi haben beide Level 2 geschafft. Und Freaky hat 6 XP nochmal gekriegt und JP auch. Die haben zwar nicht ganz Level 3 geschafft, aber ich denke mal, die haben gut Fortschritt gemacht. Da wollte ich gar nicht reingucken, sondern ich wollte hier reingucken. Das heißt, wir haben jetzt... Ach, guck mal, der Heptan ist kurz vor Level 3, Freaky ist kurz vor Level 3, JP, Tobi und Pit war ja auch schon so ein bisschen angeschnitten in Richtung Level 3. Das heißt, wir haben wirklich ein bisschen erfahrungsmäßig was geschafft. Und ich würde sagen, an dem Punkt lassen wir es für heute gut sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.